Ich hoffe nicht. Das wäre sonst kacke. Wo lang? Wir haben keine Thermosflasche mehr. Also nicht mehr gefunden. Boah, hier ist der Sturm bestimmt durchgekommen, so wie es hier aussieht. Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Alter, 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 Alter. Nicht schlecht. Nicht, 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 nicht! Das ist so krass! Wie sauer die Gegenstände auf mich sind, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Kommt man hier rein? Nee. Boah, sieht schon geil aus. Ganz ruhig, Alan. Ich find's so erleichternd, wenn der Kontrollpunkt da ist. Dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt sterbe, dann muss ich nicht wieder von ganz von vorne spielen. Weil es echt kacke für die Aufnahme. Und eine Thermosflasche. Sehr schön. Du musst... Wie er springt, das sieht so witzig aus. Noch mehr Batterien. Okay. Es ist viel zu still. Viel zu ruhig, glaubt mir. Gleich passiert was Schlimmes. Der Traktor sieht echt verdächtig aus. Huch! Krass. Der Kühlschrank? Ja. Ah, nicht nur der Kühlschrank. Nicht nur der Kühlschrank. Bleib cool. Hier war doch noch was. Oder? Holy shit, man kann es ja mal ein bisschen übertreiben. Wo ist denn jetzt der Kühlschrank hin? Der ist so witzig. Ich vernichte die Wirbel von Ikea. Wirbelstücke von Ikea sind böse. Okay. Alles wurde zum Schatten außer... Huch. Außer das, was ich gedacht habe, nämlich... Ich nehme das wieder zurück. Ich nehme alles wieder zurück, denn es wurde alles zum Schatten. Sehr schön. Boah, geil. Ohne Geräusche lebe ich ja. Sind wir richtig? Sieht ganz so aus. Boah. Ich kann es bloß oft genug sagen, wie geil das hier aussieht. Boah! Komm schon! Sehr schön. Einfach mal alles in die Luft gesprengt wird und alles zum Schatten wird.
Man merkt richtig, dass die Landschaft immer mehr vom Schatten gefressen wird. Huch, da ist eine verschüttete Mine. Mit Thermosflasche für uns. Und... gibt's hier drin noch was? Nehmen? Was kann ich mir nehmen? Die Geisterstadt durchqueren. Was habe ich denn jetzt genommen? Ich habe einen Schlüssel bekommen. Einen Schlüssel bekommen. So. Ich darf nicht so schnell reden. Das ist nicht gut. Aber wahrscheinlich für die Tür dort. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Hier hat sich jemand eingenistet. Ohne Scheiß. Wer macht denn sowas? Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen. Von Götterreichen, Träumen und Dämonen. Von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Zane schreibt über sich selbst die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Wer dieser Zane wohl ist? Wir wissen ja bloß von Zane, dass er irgendwelche Bücher geschrieben hat. Und diese Bücher haben wir ja auch wohl in dem Haus im See gesehen. Das Jagdgewehr, das war auch extrem geil. Wie viel Munition habe ich dafür? 12, dann nehme ich das Jagdgewehr. Das Jagdgewehr. Hallo? Hallo? Ein einziges Schlachtfeld. Zack, 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 zack. Wir müssen auch bald mal ankommen, oder? Da ist ein Rabe. Aber wir müssen... Huch. Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Ja, du kannst ja mal ein bisschen chillen. Hier sind wieder so eine Flecken. Aber ich komme hier nicht dazwischen. Da ist auch nichts. Ach so. Ach, da ist es ja schon. Jetzt tauchen bestimmt wieder irgendwelche Leute auf. Boah, 5 Patronen für die Leuchtpistole. Das ist geil. Das gefällt mir. Die beste Waffe gegen Schatten eigentlich. Und die Blendgranaten. So, Leute, ich glaube es... Wir nähern uns langsam das Ziel. Boah, die Raben hören sich... Boom, tcha, boom, tcha, boom, tcha, boom, tcha, tcha, boom, tcha, boom, tcha, boom, tcha. Boom, tcha, boom, tcha, boom. Alter, nix für Alan, nix für Alan. Scheiße. Das ist wirklich nix für Alan. Und nochmal. Boom, tcha, boom. Boom, tscha. Ach, Vögel sind das. Das wussten wir nicht alle. Aber du als Schriftsteller weißt das ja sowieso nicht. Nee, das war fies. Ach, jetzt sehe ich das erst.
Er schwindet! Runter von meinem Feld! Ganz sachte und mit Gefühl. Und dann klappt das auch alles. Sehr schön. Warum denn nicht gleich so? Wo sind die Vögel? Verschwindet! Jetzt hol ich die Heuschrecke raus! Man greift keine Menschen an, ihr könnt das nicht. Mann, ey. Also wenn hier nichts passiert, dann glaube ich, dann weiß ich auch nicht weiter. Also hier muss gleich was passieren. Ach du Scheiße. Mann. Das erinnert mich ein bisschen an Amnesia. Dass ich niemals spielen werde. Ich hoffe, du weißt, wo wir lang müssen, Alden. Alice? Bist du das? Alice! Alice, wo bist du? Ja, wo bist du? Einfach mal 10 Leuchtfackeln. Nicht schlecht. Also hier passiert jetzt gleich was. Bin mir da ziemlich sicher. Oh, das ist schon Hammer. Vorne das Licht. Ernsthaft. Sehr schön. Ich weiß, dass man die Fackeln halten kann, bloß ich lasse sie lieber auf den Boden schmeißen, wenn ich angegriffen werde, damit ich ein bisschen Zeit habe, um mich um die anderen Gegner zu kümmern. Oi. Boah, die sind überall, die Thermosflaschen. Ist die Frage, wo wir lang gehen. Können wir da oben lang? Nee, können wir nicht, oder? Nein, schade. Boah. Tiefste Finsternis. Nein, hier geht's auch nicht weiter. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Weg so strukturiert ist. Man weiß sofort, wo man lang muss. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. Welche Maschine? Woher weiß er denn, welche Maschine er schon wieder nutzen kann? Ach, die Maschine. Geht das so? Ja, ne? Oh, das juckt. Oh, dann mach mal einen gezielten Sprung rüber. Oh, seid ihr bereit? Fail von Alan Wake. Jetzt sofort und... Hüpp. Was, da konnte ich was benutzen? Ah, ne, wahrscheinlich. Oder das Ding. Und... Hüppala.
Sehr schön, Alter.